Greek. Are you refer? So, are you refer? Priester heilt, sehr schön. Das heißt, wir können auch hier mal ein Tor einbauen. So. Und hier ein Tor, damit meine Fernkämpfer auch raus können. Meine Nahkämpfer. Garrick, U-E-R. So, fünf Stück lassen wir mal hier. Da hier gerade unsere dünnste Verteidigung ist, ohne Verteidigungsturm und ordentliche Helden. Wir haben nämlich nur Priester. Dafür kriegen wir jetzt kontinuierlich Gold und Holz und alles. Gucken wir mal, hier könnten wir noch ein paar... Da kommen Schleuderkämpfer. In Wedge. So, die waren jetzt nicht so das Problem. Ja, mach ich mal nochmal fünf neue Schleuderkämpfer. Und wir brauchen noch mehr Häuser. Wir haben nämlich nur Zelte. Deswegen wird die Ausbildung nämlich ausgesetzt. Hier müssen wir uns nicht ganz so viel Sorgen machen. Hier haben wir nämlich Akanthos und Ajax stehen. Mit ein paar schweren Hopliten und mittleren Toxoten. Die dürften die Seite noch eine Weile halten können. Bauen wir mal fünf Häuser. Okay, Felder würden Gold... Ach, Herr Jemine, das sind die dicken Skarabäen kommen jetzt hier und wollen meine Mauern einreißen. Was ihnen sogar gelingt. Ich glaube, ich hole mir da mal ein paar Helden zur Verstärkung. Den Belagerungsturm kriegen wir auch so klein. Und hole mir ein paar Axtkämpfer, die hier mithelfen sollen. Weil die Skarabäen sind doch wirklich garstig. So. Gut, wir kriegen jetzt Axtkämpfer. Das heißt, zieht mal hier die Jungs nach hier ab. Axtkämpfer bleiben hier. Du bleibst auch mal hier, du gehst hier rüber, Chiron. Damit wir an jeder Stelle einen gescheiten Helden haben, mindestens. Und wir verbessern mal hier die... Into you. Ja, die Axtkämpfer, die bleiben ruhig hier. Dann haben wir ein paar neue Speerkämpfer. Und du machst bitte die Mauer hier wieder dicht. Na genau. Die Speerkämpfer, die dürften wir klein kriegen. Vor allem, weil einige davon auf die... auf die Mauer eindreschen. So, dann reparier du mal den Steinwall hier. Into you. Garrick. So, als nächstes mal fünf von den Axtkämpfern. In which you I air. Du legst mal ein Feld hier an. Weil sonst kriegen wir gleich überhaupt keine Nahrung mehr, abgesehen von den blöden Katapulte. Das kriegen wir abgesehen von unserem ständigen Zufluss da von Isis gar keine.
Nee. Gar keine Nahrung mehr, das wollte ich sagen. Ich glaube, neue Türme hochziehen, das lohnt sich fast nicht. Ich glaube, mit Einheiten bin ich besser dran mittlerweile. Machen wir noch mal ein paar von jedem, so. Du bist auch gleich abgebaut. Herdentiere habe ich leider keine. Da kommt schon wieder ein Angriff auf die Verteidigungsanlage. Deswegen schicke ich da mal ein paar Truppen hin. Und brech mal die hier ab und baue lieber ein paar weitere Schleuderkämpfer. Hier habe ich ja Truppen zum Glück. Also hier und hier sieht es gut aus. Hier komme ich eigentlich auch recht gut klar. Hier war ja noch bis jetzt kein größerer Angriff zum Glück. So, da ich jetzt ordentlich Holz reinkriege, schicke ich mal eine meiner Holzsammler weg. Nahrungssammler. So, und schick die alle mal zum Abbauen. Also zum Ausgraben. Nee, halt, euch. Euch lasse ich mal hier. Nee, euch schicke ich hier rüber, hier für den Nahkämpfer. Hier habe ich genug. Da drüben für den Fernkämpfer. Die bilde ich aber gerade aus. So, die Ausgrabung. Das Schwert des schlafenden Wächters ist im Sand vergraben. Der Wächter schläft, bis das Land von großem Übel bedroht wird. Bis das Land von großem Übel bedroht wird, Helden das Schwert finden und ihm zurückbringen. Ja, das Schwert des Wächters liegt tief unter dem Sand begraben und das müssen wir jetzt ausgraben. Oh. Hallo, blöde Katapulte. Mal wieder. Jetzt kommen schon auf der Seite Katapulte. Und wir brauchen auf der Seite auch ganz dringend mal ein paar mehr Fernkämpfer. So, die vier schicken wir mal hier rüber. Hier siehst du einigermaßen gut aus. Hier sind jetzt Nahkämpfer, also... Aber schicken wir nochmal zur Sicherheit ein paar Speerkämpfer. Ne, halt, wir werden ja hauptsächlich von Speerkämpfern angegriffen, also schicken wir noch ein paar Axtkämpfer los. So, die Mauern müssten jetzt einigermaßen hoffentlich halten, bis wir... Hier sind vier Speerkämpfer und sechs Axtkämpfer, mit den beiden da unten, mit dem da unten natürlich. Drei Axtkämpfer und sechs Speerkämpfer, aber jede Menge Schleuderkämpfer, die effektiv sind gegen Infanterie. Wobei hier unten steht, dass sie eher effektiv gegen Bogenschützen sind. Naja, glauben wir mal, was wir wollen. Wir können eh nichts anderes zum Fernkampf zurzeit ausbilden. Also belassen wir es mal dabei. Und wir stoßen mal wieder auf unsere... Auf unsere Limits. An Bevölkerung. Aber ich denke auch mal, dass das reichen sollte, was wir jetzt an Einheiten haben. Ich ziehe mal einen Goldsammler ab und schicke ihn mal zum Ausgraben, dass das schneller geht. Weil ich glaube, sobald wir einen bestimmten Punkt erreicht haben beim Ausgraben, kommt ein ziemlich heftiger Angriff. Und wie man sehen kann, der Sand weicht.
Und das Schwert ist bereits eigentlich schon zum Vorschein gekommen, nur wir kommen noch nicht da wirklich ran mit dem ganzen Geröll im Weg. Wir müssen auch erst das noch loswerden. Esto. Esto. In jo. Mit der Gunst, die wir noch da unten haben, können wir jetzt nichts mehr wirklich machen. Wir können kein Dorfzentrum bauen. Wir haben alle Gebäude eigentlich, die so wichtig sind. Wir könnten halt das hier noch erforschen, aber das ist nicht gerade sinnvoll. Da wir jetzt so viel Holz haben, geht ihr auch mal helfen. Ausgraben. Arbeiter. Arbeiter stehen ihre wirtschaftliche Grundlage da. Ja, bei den Griechen heißen die übrigens Dorfbewohner und nicht Arbeiter. Also eigentlich könnte man fast schon meinen, dass das Sklaven sind. Im alten Ägypten machten Bauern den Großteil der Bevölkerung aus. Sie sorgten für Nahrungsvorräte, Rohmaterialien und Erzeugnisse, die die herrschenden Pharaonen, die zivilen Beamten, die Priesterschaft und das Heer benötigten. Obwohl ihr Leben als Bauern nicht einfach war, lebten sie aufgrund der durch den Nil hervorgebrachten Fülle besser als die Bauern anderswo. Sie bestellten die Felder, warteten die umfassenden Bewässerungssysteme und arbeiteten an großen öffentlichen Projekten wie dem Pyramidentempel und anderen Monumenten mit. Ja, ist ein bisschen verschönlicht. Hä? Wir wollen ja hier nicht zu sehr mit Sklaverei kommen. Mit zu negativen Sachen. Zelte übrigens. Soldaten und Nomaden müssen sich auf ihren Reisen vor den Elementen schützen. Ja, deswegen haben wir Zelte. Und wir haben nirgendwo mehr einen, auch nur einen Verteidigungsturm, außer den einen hier. Der da völlig unnötig ist, fast schon. Genau, jetzt kommen hier die Großangriffe. Naja, wirklich groß ist der Angriff jetzt auch wieder nicht. Wir sind hier aber zum Glück bald fertig. In wedge, you. In wedge. Into you. Ja, ihr bleibt ruhig hier. Hier haben wir ja zwei Helden. Und immer noch schwere Hopliten. Und gleich ist die Reliquie freigelegt. Yay. Komm, noch ein bisschen. Noch ein kleines bisschen. Gut, der Großangriff kam wohl nicht. Und wir haben gewonnen. Sie betreten den ägyptischen Teil der Kampagne. Möchten Sie eine kurze Einführung zu den Ägyptern sehen? Wie man bereits in meinem Auftakt-Video gesehen hat, also das lange Video, in dem ich das Tutorial gespielt habe, habe ich ja bereits die beiden Knöpfchen gezeigt im Tutorial-Menü für die beiden Einführungen der anderen beiden Völker. Und habe gesagt, ich mache das während der Kampagne, wenn die Völker so dran sind. Also klicke ich hier jetzt auf Ja. Wenn Sie die Ägypter spielen, sollten zwei Dinge bedacht werden. Erstens, der Pharao ist eine der wichtigsten Einheiten. Er kann beauftragt werden, seinen Zauber auf Gebäude in ihrer Stadt zu legen. Solange der Pharao ein fertig errichtetes Gebäude verzaubert, wird dort das Ausbilden von Einheiten, die Entwicklung von Verbesserungen und das Sammeln von Rohstoffen schneller durchgeführt. Der Pharao kann seinen Zauber auch auf die Grundmauern anwenden. Dies beschleunigt den Bau eines Gebäudes. Im Kampf ist der Pharao sehr wirksam gegen mythische Einheiten. Da sie nur über einen Pharao verfügen, ist es sehr wichtig, wo und wann sie ihn einsetzen. Die Ägypter erwerben Gunst, indem sie Monumente errichten. Es können 5 verschiedene Monumente errichtet werden. Sie können von jedem Typ nur eines errichten. Mit jedem neu errichteten Monument steigt ihre Gunst schneller an.